Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein richtig leckeres Rezept. Also ich sage ja immer richtig lecker, aber das hier heute ist wirklich super lecker. Ich mache heute ein Zitronenhähnchen. Und zwar gibt es Zitronen, Hähnchen, Schenkel aus dem Ofen. Hier habe ich es schon mal vorbereitet. Und es ist wirklich ein super einfaches Rezept. Ihr könnt es super vorbereiten, im Kühlschrank marinieren und dann einfach kurz vorher in den Backofen schieben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel abends spät von der Arbeit kommt und keine Lust mehr habt zu kochen, dann bereitet morgens alles vor oder auch am Abend zuvor, stellt es in den Kühlschrank und am nächsten Abend einfach in den Backofen. Das ist wirklich super lecker. Vor allem finde ich, ist es nicht so schwer. Die Zitrone macht es wirklich super fruchtig und frisch. Und ich werde jetzt sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr so viel, sondern ich zeige euch gleich die Zutaten, die stehen nämlich hier vorne. Für das Zitronenhuhn brauche ich 6 Hähnchenschenkel, etwas Pfeffer. Hier habe ich 6 Zitronen plus eine Zitrone, die ich später in Scheiben schneide. Eine Knoblauchknolle, ein Stängel Oregano, etwas Rosmarin, 120 ml Olivenöl, 5 bis 6 rote Zwiebeln, 3 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Paprikapulver und noch 1 Kilo Kartoffeln. Zuerst stelle ich jetzt einmal die Marinade her und dafür brauche ich jetzt ganz, ganz viele Zitronen. Und wie gesagt, lasse ich jetzt eine Zitrone übrig. Die werde ich nämlich später in Scheiben schneiden und mit zum Hähnchen in den Ofen dazugeben. Die Zitronen nehme ich jetzt und massiere die so ein bisschen. Die solltet ihr auch bei Zimmertemperatur lagern und nicht im Kühlschrank. So schmecken sie besser und der Saft lässt sich auch viel, viel einfacher auspressen. So ein bisschen drücken und dann den kompletten Saft ausdrücken. So, letzte Zitrone. Die Schalen solltet ihr auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Die könnt ihr nämlich super als Spülmaschinen-Deo nehmen. Das ist immer ein super Tipp, vor allem richtig Spülmaschine toll. Und auch wegen dem Entkalken und so weiter ist wirklich immer super. Jetzt habe ich hier den Zitronensaft und da kommen jetzt Salz und Pfeffer rein. Pfeffer wirklich auch ordentlich mit rein. Denn das wird ja die Marinade sowohl fürs Hähnchen als auch für die Kartoffeln. So, das sollte reichen. Dann noch Olivenöl. Und das sieht jetzt nach ziemlich viel aus, aber glaubt mir, das braucht ihr auf jeden Fall. Und später wird es so lecker, dass ihr den Sud auf keinen Fall später wegschmeißen möchtet und euer Brot reintunken werdet. Verspreche ich euch. Jetzt alles mit dem Schneebesen verrühren. Ich werde später das Zitronenhuhn auf einem Blech zubereiten. Jetzt nehme ich allerdings eine Schale zum Marinieren. Ihr könnt es aber auch direkt auf dem Blech marinieren, aber so bekomme ich es ein bisschen leichter in den Kühlschrank. Hier habe ich jetzt die Schale. Jetzt nehme ich die Hähnchenteile, die kommen jetzt hier rein. Und jetzt einfach schön einmassieren. Und jetzt kann ich das hier schön abdecken und dann in den Kühlschrank stellen für etwa 4 bis 5 Stunden. Ihr könnt das Ganze auch gerne über Nacht marinieren und die restlichen Zutaten stelle ich jetzt kurz beiseite und dann sehen wir uns nach der Marinadezeit. Das Hähnchen ist jetzt mariniert, jetzt kann ich alles auf ein Backblech geben und ich nehme da jetzt auch ein tiefes Backblech, denn es ist sehr, sehr viel Masse. Und vor allem tropft so einfach nichts runter. Ich habe jetzt hier die Kartoffeln, die sind bereits gewaschen. Die gebe ich jetzt hier rein. Und die ganz großen Kartoffeln, die werde ich jetzt einfach halbieren. Ihr könnt sie auch vierteln. Die Zwiebeln nehme ich jetzt und werde sie auch vierteln. Und hier habe ich jetzt noch die Knoblauchknolle. Da fehlt jetzt leider eine Knoblauchzehe. Aber das ist nicht schlimm. Die nehme ich jetzt, ich schäle sie gar nicht, sondern schneide sie so durch. Und lege sie jetzt, okay, die fällt jetzt auseinander hier oben, das macht aber nichts. Und lege sie jetzt mit der Schnittfläche nach unten einfach hier noch mit rein. Die haut hier aus und die nehme ich jetzt weg, die stört später bestimmt. Aber wenn ihr eine ganze Knolle habt, dann fällt es auch nicht so auseinander. Nur hatte ich keine mehr. Die Kräuter kommen jetzt auch mit rein. Die könnt ihr im Prinzip auch schon mit zur Marinade geben, denn die verbrennen im Ofen ziemlich schnell. Das habe ich jetzt vorhin nur vergessen. Also am besten mit zur Marinade. Ich werde es jetzt einfach ein bisschen früher aus dem Ofen rausholen. So, die Kartoffel ist auch noch zu groß. Und jetzt mache ich mal Platz.
ziehe das Ganze hierher, mache so ein bisschen Platz für das Hähnchen. Jetzt übergieße ich das Ganze nochmal mit der übrigen Marinade, das heißt die Marinade, die jetzt hier noch übrig war. Und auch die, die ich hier noch habe. Schön auch die Kartoffeln bedecken. Und jetzt nehme ich einfach noch die übrig gebliebene Zitrone. Da ist jetzt auch ganz wichtig, dass sie unbehandelt ist, also nicht gespritzt. Und die schneide ich jetzt in Scheiben und lege die auch noch drauf. Die sieht jetzt zwar aus wie eine Limette, ist aber eine Zitrone. Die schaut ein bisschen grün, aber das macht nichts. So, die halbiere ich einfach. Und so kann das Gericht jetzt schon in den Ofen. Und zwar habe ich den schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Da kommt das ganze Hähnchen mit dem tollen Gemüse rein für etwa 40 bis 60 Minuten, eher etwas länger. Und sobald die Zitronen etwas zu dunkel werden, nehme ich sie auf jeden Fall raus. Und beim Hähnchen ist es so, ich zeige euch das mal, kommen wir weiter her. Da ist hier hinten nämlich so eine Sehne. Die sieht man nicht, aber man spürt sie. Und später springt es hier weg und dann weiß ich, okay, jetzt ist das Hähnchen gar. Jetzt gucken wir mal rein ins Hähnchen. Jetzt sieht man hier ganz deutlich, dass das Hähnchen schon durch ist. Und zwar hat sich hier diese Sehne gelöst. Das heißt, ich übergieße jetzt das Hähnchen nochmal mit dem Sud. Und damit es jetzt noch ein bisschen Farbe bekommt, schiebe ich es jetzt ganz nach oben, stelle den Grill an auf höchste Stufe und dann lasse ich es noch mal etwa 5 Minuten drin, bis es die gewünschte Bräunung hat. Jetzt ist das Hähnchen fertig. Es hat nochmal richtig schön Farbe bekommen. Jetzt kann ich servieren. Das ganze Haus duftet. Ich weiß nicht genau, ob es nach Zitronenhähnchen, nach Zitronenkuchen duftet. Es riecht einfach richtig lecker zitronig. Und jetzt anrichten. Ein bisschen Kartoffel, eine Zitronenscheibe zur Deko. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist dieser Sud. Da müsst ihr nämlich gleich das Brot reintunken. Das ist wirklich super lecker. Im Prinzip habe ich das Hähnchen nur zubereitet wegen dem Sud. Denn das letzte Mal habe ich einfach nur den Sud gegessen. War echt voll lecker. Dann stelle ich das jetzt hier ab. Wer möchte, noch ein bisschen Meersalz drüber. Aber ihr müsst natürlich erst vorher abschmecken. Und dann nehmt ihr euch eine Scheibe Brot. Und dann tunkt ihr sie zuerst einmal in den Sud. Nicht verbrennen. Guck mal, wie lecker das schon aussieht. Super lecker. Vor allem die Zitrone, die schmeckt man richtig gut raus. Es ist auch wirklich ein ganz tolles Sommer, auch ein Herbstgericht, Frühjahr, Winter, egal wann. Passt immer zu jeder Jahreszeit. Und hier seht ihr übrigens die Knoblauchzehe oder die Knoblauchknolle. Die könnt ihr auch mit anrichten. Einfach so ein bisschen rausdrücken. Und das kann man auch super essen, das schmeckt richtig lecker. Und das essen wir jetzt hier. Wir haben nämlich alle richtig Hunger. Haben wir alle Hunger? Ja. Ja, richtig Hunger. Deswegen könnt ihr das Rezept nachlesen auf sallys-blog.de. Wir werden jetzt gemeinsam essen und lassen es uns wirklich gut schmecken. Den Sud wirklich auf jeden Fall alles aufheben, alles ins Brot reintunken, so viel es geht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!